Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und ihr seht es schon im Hintergrund, auch zu einem neuen Projekt Sea of Thieves. Das Spiel ist ungefähr 4 Jahre alt, ich habe es leider jetzt erst entdeckt. Es macht da mega Bock, ich bin riesengroßer Piratenfan schon seit Kindesalter. Die Leute, die auf dem Kanal sind wegen Jurassic World Evolution 2, es wird auch noch Jurassic World Evolution 2 Videos geben, definitiv. Ich hatte nur in letzter Zeit ziemlich viel Stress, inklusive Corona, Quarantäne etc. Da hatte mein Rechner eine Macke, meine CPU-Temperatur war konstant bei 95 Grad Celsius, komplett bescheuert, keiner konnte mir helfen. Ich habe am Ende gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach meine Wasserkühlung auseinander und sie war tatsächlich verstopft, weshalb natürlich keine Zirkulation irgendwo stattfand. Und ja, es hätte keiner gedacht, dass ein PC, der 6 Monate alt ist, so einen Fehler haben kann. Ich habe es glücklicherweise repariert und kann endlich wieder streamen, zocken, Videos aufnehmen. Ja, wie gesagt, neues Projekt, Sea of Thieves, mega geiles Game. Ist natürlich jetzt eher Richtung Let's Play. Es passieren so viele witzige Sachen on Stream, weil ich einfach teilweise so verpeilt bin in dem Spiel und natürlich auch erstmal alles neu ist. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich freue mich auch wie immer über ein Like und einen Kommentar, wie euch das Spiel gefällt, wie euch die Episode gefällt oder was auch immer. Von mir aus schreibt irgendwas rein. Ich lese sowieso alles. Die Leute, die kommentiert haben, wissen das. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Was nehmen wir denn? Alte Oma. Es ist ganz anderer als beim letzten Mal. RT, neuen Piraten erstellen. Digga, was ist das denn? Wie ist der? Der ist so cool mit seinem Fass. Ich meine, das haben die eh dann nicht. Den? So, jetzt Piratenkodex. Artikel 1. Die See ruft uns alle. Artikel 2. Die See vereint uns zu einer großen Community. Artikel 3. Konflikte werden auf so hoher See beigelegt. Okay, darf ich mich nicht an Land fetzen? Artikel 4. Alle Crewmitglieder sind ebenbürtig. Artikel 5. Der Bund zwischen der Crew ist heilig. Artikel 6. Respektiert neue Piraten und die Reise, die vor ihnen liegt. Artikel 7. Betrüger sollen eine gerechte Strafe finden. Das war's. Sprich mit dem Goldsammler im Zelt und um eine Seefahrt zu kaufen. Ja, da war ich eben schon. Das habe ich schon mal gemacht. Aber egal, wir machen es halt nochmal. Wo ging es denn zu ihm? Da hinten. Glaube ich zumindest. Das ist es! Ich habe es gefunden. Seefahrt kaufen. So, ich kaufe halt die Seefahrt für 0. Zack. Lass mich deine Münzen zählen. Was? Let's go. Es gibt ja so einen Trick, du könntest die jetzt zweimal abbrechen und noch zweimal aktivieren und dann hast du halt schon eine Quest abgeschlossen. Eigentlich super dumm, aber es klappt. Tja, dann machst du nichts, ja. Wenn Nestle dir dann wirklich ein Angebot macht, was du nicht ausschlagen kannst. So. Ab ans Captain Deck. Ich muss mal hier hin. Missionsvorschlag. Seefahrten. Zack. Für Aufbruch der See, der Fahrt stimmen. Ich stimme dafür. Nein, das war das. Nicht Aufbruch, sondern Abbruch. Jetzt muss ich es nochmal neu annehmen. Ach, ich bin manchmal so dumm, wirklich. Nicht Aufbruch, sondern Abbruch. Ach, Mensch. Das ist mir beim ersten Mal zocken auch passiert, ne? Ohne Witz, genau das. So, nicht Abbruch und nicht Aufbruch. So. Jetzt gucken wir einmal Mission. Zack, gucken wir uns die Insel an. Das ist eine andere Insel als beim letzten Mal. Okay. Wo ist die Insel? Ein Niete-Kartentisch. Das ist sie, oder? Isle of Last Words. Das heißt, ich muss in Südosten. Lichtet den Anker. Ach so. Setzt die Segel. Lichtet den Anker. Lichtet den Anker. Setzt die Segel. Lichtet den Anker. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja, ja, ja. Nein, ich meine ja mit Bio. Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, klar. Auch. Auch.
Wir haben quasi beide recht. Aber Teilkona, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht, ja. Was hab ich gesagt? Südosten. Setz die Segel! Sinn gesetzt, ne? Auf in Richtung Backbord. Segel nach Südosten. Wir haben einen Kurs, Gentlemen! Tobi? Tobi und der Bot! Ja! Wie ich's vermisst hab! Fuck you, Bot! Ey, wir sind vorbeigesegelt! Hart, Backbord! Okay, er war das ausdruckshalber in Caps. Ja, daran liegt's nämlich! Jetzt muss ich hier die spitzen Felsen umschiffen. Krass, wie habe ich die Insel denn einfach übersehen? Oder ist sie das? Das ist sie doch. Ich hätte so Bock, die Musik einfach noch lauter zu machen. Das ist sie. Ich habe die Insel gefunden. Haha! Ich darf auch so viel spoilern. Beim letzten Mal musste ich eine andere Insel finden. Isle of Last Words. War das eine geile Bremsung? War doch eine geile Bremsung, oder? Kokosnuss. Betritt alle Inseln Sea of Thieves. Eine von Dings. 74. Ey, krass. Fass öffnen, es ist leer. Kann ich das mitnehmen? Nö. Was ist das? Flaschenpost. Lagerkiste. Geile Kiste. Die stelle ich mir an Deck. Bremsen? Habe ich doch gemacht. Merk schon, Tobi, du bist schon Pirat. Lagerkiste. Da waren auch noch Kullern drin. Ist da noch Platz unter Deck? Nee. Ah! Ich stelle sie doch trotzdem hier hin. Kann ich die mitnehmen? Nee. Wo ist der Schatz jetzt? Genau hier eigentlich, oder? Ja, das ist der Stein. Das ist dieser andere Stein. Also eigentlich genau hier. Schaufel. Haha! Alter, bin ich ein krasser Gräber. 1000 Gold. Heftig. Und ein Bottle voll rum. Wo gibt's Schnaps? Unter Deck. Mission erhalten. Zack. Hey, Steve. Oh ja. Das ist aber schon der, ist ja schon der Song aus dem Dings. Dritten Teil. Der ist ja schon anders geoutet. Das ist halt wirklich geil. Piraten haben's gut. Deine Berühmtheit ist auf Stufe 3 gestiegen. Krass, Mann. Ich bin schon berühmt Stufe 3. So, ist hier noch irgendwas? Beim letzten Mal habe ich direkt so einen scheiß Schatz gefunden. Da kriege ich übrigens Ehre und Ruhm und Gold, wenn ich ihn an die Company verkaufe. Hier ist kein Schatz auf dieser Insel. Oh, ist das eigentlich die Insel der letzten Worte? Boah, da brennt's. Hier ist nichts mehr. Abfährt. Okay, ja. Oder wir suchen, wollen wir die Insel gleich suchen? Flaschenpostinsel? Ich nenne sie mal Flaschenpostinsel. Shipwreck Bay. Schiffbruch Bay einfach. Sucht der Karibik.
Zum roten X. Ja, habe ich doch gefunden, Tobi. Oh, das stelle ich mir richtig geil vor. Scheiße, ich wollte schon immer mal ins Disney. Jetzt will ich da noch mehr Hinterhalt-Corner. Danke! Ohrwurm-Song, safe. Schreien der nassen Umarmung. Ja, aber der Schreien der nassen Umarmung, Digga. Schreien des Hungers. Da muss ich heute nicht mehr hin. Da ist Shipwreck Bay. Shipwreck Bay. Wow, das sieht aber auch kompliziert aus. Ach, das ist dann so eine Dings? Bin ich dafür schon bereit, mich dazu zu kloppen mit den Jungs? Ich glaube nicht, hä? Ich gehe da mal hin, aber nicht heute. Den ganzen Tag Disney-Mucke. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ach so, rum. Juhu, ich muss so laufen eigentlich. Juhu. Wo ist mein Rum? Das ist Wasser. Ist ja eigentlich drin. Ausrüstungstruhe. Das ist mein Banjo. Was ist es eigentlich? Ne, ist eine Leier oder sowas, ne? Doch, Seefahrer-Banjo. Bam! Kosmetiktruhe. Hier, Krug erforderlich. Gönn mir meinen Krug. Ey, wieso habe ich noch keinen Krug? Ich habe beim letzten Mal schon einen Krug gehabt. Oder habe ich den gefunden, aber beim letzten Mal schon? Alter, war ich beim letzten Mal krass. Nee, ist er doch. Seefahrer-Krug ist voll. Ja. Yeah. Zack. Prost, Meister. Da ist der Krug wieder voll. Wie ist unsere Ausrichtung jetzt gerade? Nach Nordwesten müssen wir. Schön nach Nordwesten. Zurück Richtung Heimathafen. Achso, ich kann ja nicht einfach lossegeln. Das wird halt nichts, ne? Erstmal Ankerlichten, da muss ich mein Schiff drehen. Ankerlichten! Ach, ich bin erst wirklich besoffen, ne? Ach du Scheiße. So sollte ich nicht segeln. Aber egal, ich mach's. Was ist das für ein Pirat? Von einem Krug Grog einfach voll. Wie lange warst du da, Tycoon? Also was sagst du, oder was ist so deine Meinung, wie lange braucht man, um sich wirklich so alles anzugucken, was es dort gibt? Oder so die wichtigsten Sachen? Ja, meine Freundin will auch unbedingt hin, so. Wir überlegen halt wirklich schon lange. Oder ich überlege schon lange. Die Frage ist dann halt wirklich, wie lange ist man dann dort? Ah, Backbord. Oh oh. Nein, nein, nicht auf den Stein. Danke. Alles mega teuer. Okay. 9.30 Uhr bis 23 Uhr, okay. Union 1-0. Geil! Das ist sehr geil, krass. Aber ist eigentlich egal, ob ob Leipzig oder Union weiterkommt, ich will, dass Freiburg den Pokal holt. Einfach, weil ich es Christian Streich gönne. Zu einem Goldsammer an einem beliebigen Außenposten. Okay, ich muss gar nicht immer zu dem zurückfahren. Alles klar. Als ich das erste Mal gespielt habe, also ich habe wirklich nur diese eine Mission gemacht und mehr nicht, bin ich einmal zu der Insel gefahren, direkt auf Grund gelaufen und musste direkt mein Schiff reparieren. Das war geil. Der Beste, Digga. Einfach der Beste. Außenposten, Daggertooth. Ich bin auch einfach an einem anderen Außenposten, glaube ich, ne? Oh oh. Holt die Segel ein! Und bremst das Schiff. Werft den Anker.
Pures Können. Safe. Pures Können. Ich muss die Truhe mitnehmen. Ja, das passt schon. Ah, die steht hier oben, ne? Das ist die Goldsammlerkiste. Truhe des Schiffbrüchigen. Es frisst mich nahe, tot. Spielende. Das wäre auch geil, also so ein Game, was so Hardcore-Modus, quasi wie bei Diablo, bist du tot, musst du neu anfangen. Das wäre echt krass. So. Ey, stimmt, beim letzten Mal habe ich die ganzen Dinger noch abgesucht. Da war überall schon Stuff drin. Kann ich mich ducken? Geht? Ducken? Nee. Jo, lass sie hier stehen. Scheiß drauf. Jetzt komme ich hier nicht vorbei, oder was? Doch. Haha, der Beste. Schiffsbauladen. Dieses Skelett, wenn mich das noch einmal anschreit, raste ich aus. Gebe Truhe des Schiffbrüchen. Wo ist dieses scheiß Skelett? Halt's mal. Ich kann ihn jetzt nicht killen, weil er nicht auf hoher See ist. Hast du Glück. Ich werde den so abknallen. Rein ins Vergnügen! Imagine, das ist einfach so ein Hai, der mich einfach so wegsnackt. So, ich würde sagen, packen erstmal alles weg, was ich jetzt hier habe. Das kann ich hier nicht reinpacken. Hm, verstehe. Das ist das Holzfass. Hier muss das Holz hin. Das ist das Nahrungsfass. Hier muss die Nahrung hin. Huch. So. Neue Fahrt. Auf geht's. Boko Bets. Let's go. Macht auch wirklich Bock tatsächlich. Am armseligen Bukobets gehörten Notgroschen. Digga, wer fuckt mich hier ab? Hast du auf mich geschossen? Kollege. Es knallt aber gleich. Arsenal öffnen. Hat der auf mich geschossen? Ach, guck. Wer bist du? Er killt mich wirklich. Vorräte gehen verloren, aber alle Schätze bleiben. Ich hab keinen Bock drauf, ich will den killen. Ich will mein Schiff, das ist mein Schiff. Und der Captain geht mit seinem Schiff unter. Wie überlebt er das? Hä? Er hat mich davon auch nur einmal angeschossen und mich dann gedingst. Und dann war ich tot. Wie lebt er noch? Gibt es irgendwelche Dinger, die dein Dings verstärken? Dinger, die dein Dings verstärken, Alter. Gibt es irgendwelche Boosts, die dein Leben verstärken, erhöhen oder so? Oder deine Verteidigung? Safe. Hm. So, jetzt nehme ich. High Level, Leute. Die rauben dir dein Schiff. Ich werde den jetzt so mit meiner Donnerbüchse wegknallen. Mit der Donnerbüchse. Und dann klaue ich sein Schiff. Ja? So nehme ich. Alter, wie viel hält er denn aus? Ja! Und der knallt mir jetzt mein Schiff kaputt. Ich habe ihn gekillt!
Zählt das gar nicht? Mein Schiff geht unter! Egal, ich hab's verteidigt. Das war wichtig. Jeder, der mich beraubt, wird mit seinem Leben bezahlen. Ich komme jetzt sein Schiff. Was bist du denn? Okay. Meerjungfrau. Ich wollte dich schon abknallen. Zack! Ne? So! Und nicht anders. Ich habe zwei Leute gekillt. Ich bin Level 1. Ihr Loser. Keiner legt sich mit Captain mit mir an. So. Denn ich habe Regenwürmer.